Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass es zu Staatsverträgen und dann noch in erster Lesung hier Aussprache gibt, aber nach so viel Lob für den Gesundheitsminister im letzten Gesundheitsausschuss, vielleicht sucht die Opposition ja auch noch ein bisschen das Haar in der Suppe heute hier, von daher wird das wahrscheinlich der Grund sein. Wir haben, und das ist angeklungen, in den vergangenen Jahren eine Neuordnung der Krankenkassen Landschaft gehabt. Wir haben länderübergreifende Fusionen gehabt. Beispiel AOK wurde hier genannt und dadurch hat Mecklenburg-Vorpommern keine Aufsichtsfunktionen mehr für diese Krankenkasse, die also nicht unmittelbar hier im Land angesiedelt sind. Und Prüfungen im Hinblick auf die Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebes soll nun ein länderübergreifender Prüfdienst durchführen. Das wird in Hamburg angesiedelt sein. Ich glaube, gerade im Hinblick auf die Kooperation hier im Norden, die wir und vielen anderen Beispielen gemeinsam pflegen, ich sage nur Stichwort Metropolregion oder wenn wir die Staatsverträge hier im Norddeutschen Rundfunk besprechen, dann ist es, glaube ich, ein weiteres gutes Beispiel für auch die Zusammenarbeit hier im Norden. Und ein eigener Prüfdienst würde bedeuten auch ein höherer personeller und finanzieller Aufwand auch für uns als Land, und von daher ist es, glaube ich, der richtige Weg, das gemeinsam hier im Norden zu machen. Und aus meiner Sicht ist das hier auch in erster Linie eher eine verwaltungstechnische Frage und nicht unbedingt jetzt eine große politische Streitfrage. Und von daher werden wir als CDU-Fraktion auch der Überweisung in den Ausschuss zustimmen. Und dann sind wir gespannt, was es da an Diskussionspunkten gibt und freuen uns auf die Debatte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.